Ich habe in meinem Garten bis jetzt 129 Wildbienenarten nachgewiesen. Und das sind noch nicht mal alle, weil es gibt viele kleine Sandbienen, Furchenbienen und auch die Blutbienen, die ich wenig gefangen habe zum Bestimmen, weil auch die Bestimmung da sehr schwierig war früher. Aber die 129, das ist schon was von den 574, die es insgesamt in Deutschland gegeben hat. Das ist das Allerbeste, wenn eben der Garten vielfältig ist, dass man möglichst viele Arten hat und dass eine Sukzession da ist, dass über den ganzen Sommerhalbjahr, vom Frühjahr bis zum Herbst, immer etwas blüht. Es geht nicht nur um die Wildbienen. Die ganzen anderen Organismen, ob das jetzt Heuhüpfer sind oder Wanzen oder Schmetterlinge oder Käfer, die brauchen das auch. Ja, das ist also der Hufeisenklee, der ganz wichtig ist für viele Wildbienen, vor allen Dingen für die Blattschneiderbienen. Und es sind kleine Blütchen. Und der Hornklee, den ich hier in der Hand habe, hat etwas größere Blüten und die stehen nicht so im Kreis. Und der Hornklee ist eben auch so wichtig oder eher noch wichtiger als der Hufeisenklee. Der blüht bis in den Juli rein, August sogar, während der Hornklee dann im Juni schon aufhört zu blühen. Die Blattschneiderbienen und die Mauerbienen gehen im Mai dann zuerst auf den Hufeisenklee und später, wenn der Hornklee kommt, dann gehen sie an den Hornklee. Keine Angst vor Disteln. Die Disteln sind ja meistens zweijährig und wenn man die raushackt, ist Ruhe. Nur die Ackerkratzdistel, die lebt über Ausläufer, kann die über mehrere Jahre leben, die kann vielleicht lästig werden, aber die muss man ja nicht anpflanzen. Was da in der Bibel ein Fluch war, Dornen und Distel soll sie euch tragen, das soll eher eine Aufforderung sein, dass man Disteln fördert. Hier diese silbrig-weißen Disteln sind also Eseldisteln und die, wenn die blühen im Juli, werden die bis zu 3 Meter hoch und bilden ganz große Blütenköpfe und da gehen dann besonders ganz seltene Blattschneiderbienen dran, zum Beispiel die größte Blattschneiderbiene Deutschlands, die Megachile lagopoda, die ist im letzten Jahr geflogen hier und die ist seit 80 Jahren in Baden-Württemberg, was riesig groß ist und auch gut untersucht, seit 80 Jahren ausgestorben. Ganz wichtig sind diese Schilfmatten, die gibt es zu kaufen in Baumärkten, meistens in 1,20 Meter Länge. Und wenn man die zweimal durchschneidet, bekommt man 3 gleiche Stücke von 40 cm Länge und die dann regensicher unterbringen. Und da gehen dann eben diese Scherenbienen rein und auch verschiedene Mauerbienen. Da die Wildblumenwiese eigentlich eine wunderschöne Idee ist, um seinen Naturgarten zu bereichern, möchte ich mal 2 Methoden zeigen, wie es möglich ist, eine Wildblumenwiese erfolgreich anzulegen. Wir haben hier vom Golfplatz Weierhof die Anfrage bekommen, ob wir gerne ein Stück Wildblumenwiese anlegen möchten. Da sind wir natürlich sehr gerne drauf eingegangen, weil wir natürlich die biologische Vielfalt fördern möchten. Und deshalb zeigen wir heute 2 Methoden hier. Einmal mit vorgefrästem Boden. Dieser Boden wurde behandelt. Das heißt, hier wurde die Grasnarbe abgetragen und danach wurde mit einer Fräse der Boden aufgelockert, sodass hier die Samen, die ausgebracht werden, eine Chance haben, wunderbar zu wachsen. Warum sollte der Boden bearbeitet werden? Wenn Sie auf Ihre normale Wiese im Garten das Saatgut ausbringen, dann hat es keine Chance, sich gegen die normalen Gras
Sorten durchzusetzen und wird dann verdrängt durch die Wiese. Wie diese zweite Möglichkeit mit der Wellpappe funktioniert, das zeigen wir jetzt. Man sollte darauf achten, dass die Wiese wirklich kurz gemäht ist, bevor man die Pappe ausbringt. Gieß ruhig, richtig ordentlich nass machen. Es ist also nicht sinnvoll, eine Folie hierfür zu benutzen. Wir wollen etwas Kompostierbares, etwas Abbaubares, das der Erde wieder zugeführt wird und wo die Pflanzen einfach keinen Selektionsdruck haben durch die Wiese, die unten drunter durchkommt. Wir streuen jetzt erstmal die Blumenerde auf. Eine 2 bis 3 cm hohe Schicht, torffrei. Ganz wichtig, weil unsere Moore, aus denen das Torf gewonnen wird, sind ganz wichtige CO2-Speicher und deshalb enorm wichtig für den Klimaschutz. Unsere Wildblumen, die lieben es nährstoffarm und die mögen es auch gar nicht gedüngt zu werden. Die möchten eigentlich einen mageren, nährstoffarmen Boden. Und weil Sand meistens nährstoffarm ist, mischen wir noch ein bisschen Sand unter die Blumenerde. Bei der Auswahl des Saatguts sollte man wirklich darauf achten, dass es samenfestes, heimisches Saatgut ist und kein Hybrid-Saatgut, das Sie vielleicht im Baumarkt erwerben können. Es gibt einige Adressen, wo Sie das herbekommen können, aber es gibt auch immer die Möglichkeit, es bei Ihrem Gärtner zu bestellen. Und dann ist es auch wirklich gesichert, dass es heimisches, regionales Wildpflanzensaatgut ist. Ich habe jetzt hier eine Mischung mitgebracht. Hier ist unter anderem drin Wiesensalbei, wilde Möhre, Klatschmohn, Kornblume, Ringelblume, die Esparsette und Margarite hatte ich, glaube ich, noch nicht. Wenn Sie, sage ich mal, 10 verschiedene Arten nur in Ihrer Wildblumenwiese haben, dann haben Sie schon 10 Insektenarten mindestens damit geholfen. Damit die Erde jetzt schön nass ist und die Samen nicht wegschwimmen, machen wir den Boden ganz nass. Das Saatgut wird mit Sand gemischt, bevor es ausgebracht wird, damit man es weitläufiger auswerfen kann. Hierfür ist Sand also sehr gut geeignet, weil der Sand schön schwer ist und auf dem Boden liegen bleibt. Und das gewährleistet auch, dass die Pflanzen nicht so nah zusammenwachsen. Wenn man das jetzt streut, dann haben die Pflanzen auch alle Platz. Also die ersten 4 Wochen sollte die Erde immer gut feucht gehalten werden. Und ab dann braucht man eigentlich die Wiese gar nicht mehr zu gießen. Wenn die Pflanzen wirklich schon angekeimt und hochgewachsen sind, dann reicht normalerweise der Regen aus. Bei extremen Dürreperioden von bis zu 6 Wochen und mehr kann man natürlich auch seine Wildblumenwiese gießen. Nur normalerweise in der Natur ist die Wiese auch darauf angepasst, auf längere Trockenperioden. Und wenn es mal 2, 3 Wochen nicht regnet, das hält die Wiese aus. Bei der Pflege sollte man noch auf einige Dinge achten. Und zwar ist es ganz wichtig, wenn man die Wiese jetzt mäht, dass man die Pflanzen dann abräumt und nicht drauf liegen lässt. Und man sollte die Wiese auf keinen Fall düngen. Die braucht also nie Dünger. Und alles, was abgemäht wird, im Idealfall mit der Sense, geht aber auch mit dem Mäher, sollte wirklich von der Fläche runtergenommen werden, nicht drauf liegen gelassen. Dadurch magert man die Fläche noch weiter ab und dann kommen noch mehr Blumen dabei raus. Boah, ist das Ja, brauche eigentlich nur 1, 2 Meter aus dem Haus rauszugehen. Da habe ich die schönste Kräutergarde vor der Haustür und hole dann die Sache, die ich fürs Essen brauche. Hier ist der Salbeitee, wenn es mir mal im Hals kratzt. Hier haben wir Rosmarin. Hier das schöne Lavendelsträußchen, das in ein paar Tagen dann anfängt zu blühen. Thema Kletterpflanzen, so eine Hausfassade insgesamt halte ich ja für langweilig, wenn man die Chance hat, die ein bisschen
zu bebunden. Man muss ja nicht alles immer sagen, begrünen, sondern die bunt zu machen. Hier haben wir wunderschön die Kletterrose. Da beneidet uns jeder drum, jeder Spaziergänger, der vorbeigeht, sagt, oh, wie schön. Nebendran ist eine Traube, die kann man essen, eine schöne blaue Traube, die schmeckt auch unheimlich gut. Und hier für den Herbst haben wir den wilden Wein. Hier ist ja der echte Wein, hier ist der wilde Wein, der dann die schöne Herbstfärbung gibt. Vögel nisten da manchmal auch drin und da ist einfach auch Leben drin. Es muss nicht alles steril, schön weiß, gekalkt sein und getüncht sein. Bei uns darf es auch an der Hauswand leben. Ja, ich sitze ja hier gerne in der Morgensonne und tatsächlich ist das hier auch der wärmste Raum hier bei mir im ganzen Gartengrundstück. Hier knallt die Sonne eigentlich schon von morgens bis nachmittags drauf und hier ist es richtig knallheiß und hier können nur Pflanzen leben, die auch an diese Hitze angepasst sind. Und ich habe tatsächlich zwei vollkommen unterschiedliche Klimazonen auf meinem Gelände hier. Das ist Südfrankreich, sieht man auch an Thymian und hier an der Sporenblume. Es ist wirklich schön warm und auf der anderen Seite des Hauses, auf der Nordseite, da kommt die Sonne überhaupt nicht an. Und dort ist es eigentlich immer kühl, feucht und im Winter hält sich dort der Frost ganz lang. Das ist wie Skandinavien. Bleibt richtig an der Finger hängen, der Duft. Wahnsinn. Obwohl ich nichts abmache. Hier kann man so richtig schön in den Vorgarten reinschauen und da ist immer irgendwo was los. Dann saugt mal ein Zitronenfalter hier an der Nelke dran und ganz oft laufen dann die Mauereidechsen hier über die Steine rum und verkriechen sich oder gehen auf Jagd. Saarländische 0-15-Lösungen sind hier Verbundsteine. Und das Ganze ist wirklich nur 2 Meter breit und etwa 10 Meter lang. Und was man hier einen vielfältigen Lebensraum schaffen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und wenn man was macht und wenn man ein bisschen kreativ ist und sich nicht vom Landschaftsbauer irgendwas hinknallen lässt. Hier bei mir darf man auch drüber laufen, die Pflanze geht nicht kaputt. Aber diese Pflanze hat wahrscheinlich fast jeder in seinem Vorgarten, wenn er so einen Steingarten und einen Vorgarten hat und blüht im April, blüht die herrlich weiß, das sind so die letzten Blüten. Und diese Pflanze ist ein 100%iger Magnet für eine neue Tagfalterart, eine Kohlweißlingsart, die es im Saarland, ich glaube, 6-7 Jahre gibt, ich müsste mal noch mal genau nachschlagen, ich habe es nicht auswendig gelernt. Seit 6-7 Jahren gibt es diesen Karstweißling im Saarland und er liegt genau hier ab. Wir haben 4 verschiedene Kohlweißlinge im Saarland und es ist der Neubürger unter allen Schmetterlingen. Die Raupen werden also so groß, ähnelt denen des kleinen Kohlweißlings. Und der Schmetterling ist, ja, ein anderer würde sagen, unscheinbar. Hier habe ich das Buch, wo ich das ich für Schmetterlingsliebhaber und Naturfreunde geschrieben habe, im Kosmos Verlag. Und hier habe ich den Karstweißling mal drin, diese Blättern. Hier ist er. Eigentlich so von dem Foto her ein ganz schönes Kerlchen. Aber ähnelt total dem kleinen Kohlweißling, der auch einen Kohl frisst. Also hier sieht man jetzt ganz viele seltsam geformte Nester, sind richtige kleine Schornsteine und danach hat diese Wildbienenart auch ihren Namen bekommen, die Schornsteinwespe, also Wespen gehören ja auch zu den 550 verschiedenen Wildbienenarten in Deutschland und das sind ganz, ganz viele und wo es dem einen gut geht, wo so eine Massenansammlung ist, da ist der Gegenspieler nicht sehr weit und da sieht man so eine wunderschön goldig glitzernde, rot-grüne, kleine Wespenart, das ist die Goldwespe, die parasitiert jetzt in diesen Nestern. Das Ganze hier habe ich, jeder wird jetzt sagen, oh, das habe ich extra für die gebaut, der Pfeifedeckel, das ist ein Zufallsprodukt. Ich wollte hier eine schöne Ansammlung von Bliesgau-Blumen haben. Ich habe extra den Kalk aus dem Bliesgau im Kofferraum mit nach Hause gebracht und habe ihn hier eingebracht. Nur es ist so trocken durch den Überstand, da oben ist es so trocken, da kommt überhaupt kein Wasser hin und da ist mir alles eingegangen. Und ein paar Jahre lang hat es dann halt so gelegen, wie es dann halt gelegen ist. Der Mauerpfeffer, dem macht das nichts aus. Und dann, sieh da, die Natur hat eine ökologische Nische entdeckt und jetzt habe ich hier eine wunderschöne Population der Schornsteinwespe, die jedes Jahr größer wird. Ja, wir stehen jetzt gerade vor einer Apfelrose, die wirklich interessant für Insekten ist und die auch sehr gut riecht. In einem Teilbereich von einem
sehr trockenverträglichen Garten, also einem Beet, das wunderbar geeignet ist für diese Klimaerwärmung, die wir bekommen. Die anpassungsfähigen Pflanzen, die Sie hier sehen, sind auch für Insekten geeignet. Abgedeckt ist das Beet mit Split, aber es ist natürlich eine echte Alternative zu diesen keimfreien Kiesgräbern, die ja überall entstehen, die unsere Dörfer hässlich und lebensfeindlich machen und auch dazu beitragen, dass unsere Dörfer sich aufheizen. Und mit solch einem Beet, das, wenn es angewachsen ist, maximal in dieser Größe vielleicht 3 Stunden Arbeit im ganzen Jahr bedeutet, kann man wirklich Farbe, Erlebnis und Lebensraum für Insekten schaffen. Also toll sind auch diese Allium, dieser Zierlauch, auch was für Insekten und der sich natürlich auch mit diesen Pflanzen sehr schön kombiniert. Wenn das Laub dann abgetrocknet ist, wachsen andere Pflanzen über diesen Allium und werden dann dieses Laub abdecken. Eine schöne Pflanze auch für ein solches Beet ist auch zum Beispiel dieser Storchenschnabel, der auch an trockenen Standorten wunderbar gedeiht, der schöne lila Blüten hat. Und den kann man auch ganz toll kombinieren, zum Beispiel mit dieser Aster oder mit Teucrium oder mit Helenium. Also der passt auch sehr schön und man hat das ganze Jahr über einen Blütenflor von Frühling. Da sind es dann die Zwiebelpflanzen bis in den Herbst zu den Astern hin. Also es blüht von März bis November immer etwas in diesem Beet. Wenn man sehr schnell was für Insekten tun will und eine offene Fläche hat, kann man auch hier wie mit Phacelia einsehen. Das ist eine tolle Pflanze. Sie sehen ja, das Beet ist voll Bienen und Hummeln. Ist eine Pflanze, die auch den Boden verbessert. Es ist eine Zwischenbegrünung. Wir pflanzen das immer, solche Beete, bevor wir nachher mit einjährigen Sommerpflanzen und Schnittpflanzen so ein Beet dann begrünen. Versuchen wir natürlich, so Phacelia vorher einzusehen. Die Wurzel und auch das Laub verbessert näher den Humusgehalt. Und wir haben solche Pflanzen immer als Zwischenfrucht. Und wenn man seinen Kindern mal sehr schnell ein Beet begrünen will, gibt es zum Beispiel diese Phacelia-Mischung. Da gibt es auch noch andere Sommerblumenmischungen. Und die bieten gerade für junge Leute, die vielleicht ihr Haus neu anlegen, sind das Zwischenbegrünungsetappen, bis man wirklich den Garten dann angehen kann. Das ist immer eine schöne Lösung. Die ist einjährig, die ist kurzlebig, aber sie ist toll. Und man hat sehr schnell einen tollen Effekt. Warum habe ich den Draht da davor? Da gehen die Spechte gern dran und auch der Kleiber. Und die picken dann da und holen sich die Larven raus. Und das ist speziell eine Kiste für Seidenbienen. Und da sind hunderte von Seidenbienen drin. Und dann kommt ab und zu ist es so unterminiert, dass dann Schichten abplatzen, aber die Kiste ist ziemlich tief, sodass dann immer noch genügend Platz bleibt. Die Mischung ist also ein Geheimnis. Da habe ich auf 20 Schaufeln Sand, Feinsand, eine Schaufel Zement zusammengemischt. Wenn es zu weich ist, dann stürzt es runter, hält nicht. Und wenn es zu hart ist, dann kommen die nicht rein. Die müssen jedes ausschachten mit ihren Mandibeln, mit ihren Zangen, müssen die da reingraben. Und diese Seidenbiene ist übrigens ein Gebäudezerstörer. Wenn also ein Gebäude aus weichem Sandstein gebaut ist, dann kann es vorkommen, dass eben diese Seidenbiene, Coletes davisanus heißt sie, dass die dann Löcher in den Sandstein macht an den Häusern. Und das ist natürlich nicht so gut. In diesem Trog ist Lösslehm drin und den muss ich immer feucht halten, weil dann können Wildbienen, also gerade die Mauerbienen, können sich da ihr Nistmaterial holen, um die Zellendeckel zu bilden. Und die haben manchmal Schwierigkeiten, wenn lange Trockenheit ist, dann finden die nichts. Und dann gehen die in Erdspalten rein, wo die Erde aufreißt, nur um eben an feuchten Lehm oder feuchten Boden zu kommen.
sehr ergiebig ist diese Methode, dass man sich einen Topf kauft, der parallele Wände hat, also alles im rechten Winkel. Und da stellt man dann diese Röhrchen rein, die es zu kaufen gibt. Papierröhrchen, in diesem Fall mit 14 cm Länge. Und dann teigt man Lehm oder Löss an und macht auf den Grund der leeren Kiste einen Brei und steckt die Röhrchen da rein, damit die hinten geschlossen sind. Und dadurch, dass alles rechtwinklig ist, liegen die schön parallel und gehen nicht auseinander, wenn das eben ein konischer Untersetzer wäre. Da gehen dann vielleicht 5, 6 Zellen passen da rein und es sind 700 Röhrchen, sind also 3.500 bis 4.000 Wildbienen, die da entstehen fürs nächste Jahr. Unten sind also Bambusröhrchen, die sind natürlich auch sehr geeignet, müssen aber auch geschlossen sein. Gilt auch immer im Garten mehrere Struktur, eine Vielfalt an Strukturen aufzubauen. Nicht ein eintöniger Garten, wo nur Rasen ist oder nur Hecke oder nur Bäume, sondern von jedem so ein bisschen. Das hilft der Natur eigentlich am allermeisten. Ja, das ist ein Stück aus dem Bliesgau, in meinem geliebten Bliesgau mit einer schönen Salbei-Glatthaferwiese, so heißen die, die auch nur auf Kalk wachsen. Und hier habe ich mal ein Stück Kalkrefugium geschaffen im Garten, 5 Quadratmeter, noch keine 5 Quadratmeter, überall Kalkboden, den ich aus dem Bliesgau mit dem Kofferraum hierher transportiert habe. Und hier sind Pflanzen, die gibt es bei uns tatsächlich nicht. Salbei-Glatthaferwiesen, hier ist der Wiesensalbei, da ist die Espasette drin, die gibt es bei uns nicht. Der Wundklee, den gibt es bei uns nicht. Hier den kleinen Hufeisenklee, den haben wir bei uns auch nicht. Und dann ein paar Sachen wie der Hornklee oder die Marguerite, die bei uns zum Teil ja regelrecht schon selten geworden sind. Aber das sind die schönsten und buntesten Wiesen im gesamten Saarland. Ich würde sogar sagen im südwestdeutschen Raum. Schöner geht es eigentlich nicht mehr. Und so ein kleines Fleckchen, das ist so mein persönliches Highlight immer im Garten, obwohl ich mal ja die große Blumenwiese hier gemacht haben mit viel Aufwand, aber die paar Quadratmeter, das ist für mich das optische Highlight. Ja, hier sind 2 von 5 kleine Teiche. Die sehen optisch mit Sicherheit nicht so toll aus, aber die sind gebaut worden für eine einzige Tierart, und zwar der europaweit gefährdete Gelbbauchunke. Und tatsächlich in den eher unansehnlichen Teichen, wo das Wasser einmal vertrocknen muss, die müssen einmal im Jahr austrocknen, damit die Libellenlarven und die Molche da rausgehen. Dort legt die Gelbbauchunke mehrere Weibchen, legen jedes Jahr ihre Eier ab. Ich finde also jedes Jahr die Eier, und die reproduziert sich am allerliebsten in den beiden Teichen. Ne? Wo jeder sagt, boah, im Sommer sind sie sogar trocken. Aber sobald jetzt ein Starkregen kommt, werden die anfangen zu rufen, werden sich finden und werden genau hier ablegen. Im Moment sind die in einem großen Tümpel drin. Oben sind noch 3 Teiche. Also ganz gezielt für eine Tierart wirklich gebaut, dass sie sich hier fortpflanzen kann, und die ist im Saarland vom Aussterben bedroht, die Tierart, und ist europaweit gefährdet. Aus der Rotkohl, im Saarland sagen wir Plogkapp ist zu dem Zeugs. Also Kohl ist für eine Schmetterlingsart ganz besonders wichtig. Wenn ich gefragt werde, was kann ich denn für Schmetterlinge tun, da sage ich immer, mein erster Tipp ist, kauft 4 Kohlpflänzchen, kostet genau 1 Euro. Pflanzt sie auf einen Quadratmeter irgendwo hin, egal wohin. Und mit 100%iger Sicherheit wird im Sommer der große Kohlweißling, das Weibchen, hier seine Eier ablegen und wird sich fortpflanzen. Der große Kohlweißling ist mittlerweile eine gefährdete Tagfalterart bei uns. Warum? Ja, wer pflanzt denn noch Kohl im Garten? Und das Schöne am großen Kohlweißling, das ist die einzige Schmetterlingsart, bei dem ja alle Entwicklungsstadien wirklich beobachten kann. Man sieht die Eier, wenn er abgelegt hat. Man sieht die Raupen, die sind ja ganz auffällig, gelb-grün. Und wenn die Raupen verpuppungsreif sind, wenn sie vollgefressen haben, sausen die zur nächsten Hauswand, suchen sich eine Fensternische oder unter dem Dachsims und verpuppen sich dort. Das ist die einzige Schmetterlingsart, wo wir bei uns im Saarland eigentlich als Laie auch mal eine Puppe sehen können. Und im Sommer, im Frühjahr darauf, wird er dann schlüpfen. Also man tut was für eine bedrohte Schmetterlingsart. Man sieht den Erfolg sofort
kann man in jedem Kindergarten machen, empfehle ich in jedem Kindergarten, in jeder Schule. Und man kann alle Entwicklungsstadien bei einer einzigen Tragfalterart sehen. So, eine schöne Möglichkeit, auch aus dem Garten wirklich wieder richtig was zu ernten. Das ist ein Hochbeet. Wir werden alle ein bisschen älter. Man braucht sich nicht so bücken. Und die Erträge im Hochbeet sind gegenüber dem normalen Garten wirklich enorm. Ich habe selbst festgestellt, ich bin wirklich total begeistert. Salat am 10. Mai schon den ersten Salat rausgeholt und auch wirklich mal Gemüse rausgeholt, das ich vorher in der Größe und der Qualität auch vorher nicht gekannt habe. Versteht sich von selbst, dass man nur mit Kompost arbeitet, maximal mal ein bisschen Mist und mit Kunstdünger und Spritzmittel, dass die tabu sind. Dann könnte ich mir die Sache ja auch im Aldi für 50 Cent kaufen. Ne? Hier ist alles natürlich Bio, das ist selbstverständlich. Ja, so ein Nutzgarten, der macht wirklich viel Arbeit. Wenn man in Urlaub fahren will, gibt es die Ernte. Man muss bei Trockenheit wässern. Und man muss natürlich, wenn man schon gesundes Obst und Gemüse produzieren will, natürlich auch biologisch ergärtnern. Da gibt es gar keine Alternative dazu. Und da gilt es natürlich auch ein paar Grundbegriffe. Die muss man intus haben. Zum Beispiel ist wichtig, dass es Pflanzen gibt, die sich gegenseitig nicht mögen, Pflanzen, die sich gern haben, dass man auf Mischkulturen achtet, dass man in jedem Jahr auf den Standort was anderes pflanzt. Das sind alles so Dinge, die wichtig sind, dass man vielleicht den Rasenschnitt, den man normalerweise wöchentlich zur Kompostanlage fährt und damit viel Abgase produziert, vielleicht besser im Nutzgarten verwendet, nämlich diese Mulchschicht ist ideal geeignet, um Feuchtigkeit zurückzuhalten. Schöne Pflanze, gerade im Frühjahr, die auch schmackhaft ist, ist so der Schnittlauch. Kennt jeder, aber die Schnittlauchblüten sind natürlich für Insekten auch interessant. Und ich schneide den Schnittlauch nicht immer komplett zurück, sondern lasse immer Einzelpflanzen ausblühen, sodass die Insekten immer was haben. Man kann sich ja mehrere Pflanzen dann auch ins Beet bringen. Und der Schnittlauch ist auch eine schöne, aparte Pflanze. Schmackhaft, für die Insekten schön und sieht gut aus. Ist doch wie Kinderüberraschung. Dann gehen wir mal in den Staudengarten. Gehen wir erstmal durch. Da komm. Komm, mein Schatz. Stauden eignen sich ja für alle Lebensbereiche im Garten, von schattigen bis zu sonnigen Flächen. Stauden sind ja krautige Gewächse, die im Winter erfrieren, aber nochmal im Frühling austreiben. Sie sind also mehrjährig. Stauden können über Jahrzehnte hinweg ihren Garten verschönern. Also eine tolle Pflanze. Und wenn man die richtigen Kombinationen auswählt, sind sie auch absolut pflegeleicht. Das heißt, hier in diesem Gartenbereich braucht man nicht viel zu pflegen. Wichtig ist, dass man vielleicht einzelne Gruppen, die zu dominant sind, etwas zurückdrängt. Aber es ist viermal im Jahr geht man hier durch und der Garten sieht perfekt aus. Und es ist eine Pflanzenkombination, die von Frühling bis Herbst immer etwas bietet. Der Garten wächst mit der Zeit hoch. Also hier gibt es viele Pflanzen, die jetzt erst im Spätsommer zur vollen Pracht gelangen. Dann gibt es auch hier nochmal einen Höhepunkt. Und der Garten bietet immer etwas zum Anschauen. Es blüht immer irgendwo was. Und es ist natürlich ein Garten, der auch sehr naturnah ist und sehr naturhaft ist. Und für viele Insekten und auch für Vögel natürlich toller Lebensraum ist. Diese Stauden kommen aus vielen Ländern, aber sie sind natürlich hier klimafest. Sie kommen auch mit dem Standort gut zurecht. Und sie blühen oft genau dann, wenn unsere einheimischen Stauden und Wiesen sozusagen abgemäht sind oder für Insekten nichts mehr an Nahrung bieten können. Deshalb ist das eine tolle Ergänzung. Und ein Garten ist ja auch eine Mischung aus Nutzpflanzen, aus einheimischen Pflanzen, aus Kulturpflanzen, das macht ja auch den ganz speziellen Charakter eines Gartens aus.